So, servus, da sind wir's wieder. Der Junior. Und der Preisensepp. So, was gibt's denn heute da gut, Junior? Ja, herzlich willkommen wieder auf dem YouTube-Channel Mr. Odd Cuisine. Heute haben wir ein schönes Lachsfilet da liegen. Machen wir einen schönen gebeizten Lachs. Und wir werden euch jetzt mal zeigen, die ganzen Arbeitsschritte, wie die funktionieren, weil, wie ihr vielleicht an der Bildqualität schon seht, wir haben umgerüstet auf HD. Und jetzt fangen wir am besten mal an. Also hier, wir haben ein schönes Lachsfilet schon, eigentlich schon im Großen und Ganzen soweit fertig. Hier tun wir noch ein bisschen... Moment, ich schwenke gleich mal um. Den Hautlappen noch ein bisschen weg hier. Wenn da noch ein bisschen was dran hängt, das kann man da noch so ein bisschen... Scharfes Messer natürlich wichtig. Und ansonsten da vorsichtig wegschneiden. Ja, wunderbar. Wegnehmen, hier ist auch noch so ein kleines bisschen. Nehmen wir auch mit weg. So, das war es eigentlich schon. Ich lag's jetzt mal zur Seite. Soweit, bis wir ihn brauchen. Legen wir ihn hier rüber und stellen ihn uns mal darüber. So, also ich sehe schon, du hast ja alles, was wir dann brauchen, im Wesentlichen vorbereitet, oder? Ja, genau. Jetzt fangen wir mal hier an mit den Zutaten, die wir hier haben. Das ist also Salz, also von links nach rechts Salz, Puder, Zucker. Moment, von links nach rechts war das? Genau, von rechts, Entschuldigung, oder? Von links nach rechts gehen. Sorry. Von rechts nach links hätte ich jetzt gesagt, oder? Genau. Okay. Pfeffer. Ja, von links nach rechts. Genau, links habe ich doch gesagt, oder? Du bringst mir jetzt durcheinander. Also von links nach rechts Pfefferkörner, Korianderkörner, unten ist Lorbeer. Das mörsern wir jetzt gleich an. Hm? Dann hier haben wir Puderzucker, Meersalz fein, Zitrone, da holen wir uns gleich den Abrieb, Ingwer. So, also da muss man gleich mal sagen, bei den Zitronen, da kann man entweder Bioqualität nehmen, die brauchen wir dann nicht extra abwaschen. Und wenn man eine handelsübliche kauft, also keine Bioqualität, dann sind die im Regelfall gespritzt, das heißt gegen Schädlinge irgendwie bekämpft. Und da wäre es dann wichtig, wenn man die verwendet, also wenn man dann praktisch Zesten machen will oder die Schale eben verwendet, da wäre es dann wichtig, dass man die gut abwäscht, vielleicht damit der Bürste gut abreibt, dann kann man sie auch nehmen, oder? Genau. Und was haben wir da noch? Ingwer. Ganz wichtig, ganz wichtig. Und Gin. Aha. Gut. Genau. Dann schon muss ich da mal rüber. Hier haben wir noch Petersilie und Dill. Frisch natürlich. Frisch, ja. Den können wir so nehmen, wie er ist. Nehmen wir uns mal die Messer auf die Seite dabei. Das ist einfach nur grob, ja. Stiele dran lassen, macht überhaupt nichts. Einfach grob durch. Dann steigt auch schon die ätherischen Öle hoch. Man riecht's, gell? Oh, Entschuldigung, hier sind die ätherischen Öle. Die entfalten ihre Wirkung, entfalten die schon, gell? Keine. So. Ihre gesundheitlich oder gesundheitsfördernde Wirkung. Jawohl. Ja. Ich merk's schon. So, beim Dill das ist. Ui ja, das duftet richtig, richtig kräftig nach Petersilie. Jawohl, ja. Wunderbar. So, dann geht's weiter mit dem Dill. Wobei der Dill ist ja auch ganz ein klassisches Fischgewürz eigentlich, würde ich mal so sagen, oder? Passt sehr gut, ja, auf jeden Fall. Da dasselbe Spiel, ein bisschen zusammennehmen. Und hier einfach ein bisschen in gröberen Abständen durch damit. Das wird jetzt also unsere Beize, wird das. Also wichtig war es dann beim Schneiden, dass man dann einen Finger nicht dazwischen bringt, weil das verfälscht dann das Geschmackserlebnis, oder? Ja, außer wenn man es ein bisschen blutiger mag. Also rare quasi dann. Ja, genau, dann kann man natürlich den Finger schon dazwischen halten, aber... Ja, verstehe die Richtung. Dann machen wir das noch kurz ein bisschen sauber. Wobei der Vorteil ist natürlich, wenn man sich einen Finger abschneidet und man hat noch Zähne gehabt, dann hat man eigentlich schon noch Reserven, gell? Weil irgendwann sind die aber dann nochmal verbraucht, gell? Ja gut, da dürfen wir nicht so oft beim Messer schneiden. Da war es dann mit der Nachhaltigkeit. Ja, gut. Nee. So. Dann nehmen wir hier unsere Zitronen. Jawohl, dann schickst du wieder selber zugeschlagen. Aha, okay, da machst du jetzt richtige, also keine Zesten, sondern du schneidest die richtige Scheiben jetzt runter. Genau, die oder Streifen. Ja genau, die schneiden wir dann auch ein bisschen in Streifen. Was ist jetzt da wieder ganz wichtig, wenn man ja zum Beispiel Zitronen und Orangen schneidet? Also wichtig ist halt wie hier so, dass man halt nicht, also fast hier ist es fast gar kein Weiß, hier nur ganz leicht, dass man halt die Bitterstoffe, die eigentlich hier in dem Weißen sitzen, zwischen der Schale. Hier ist es, also sieht man, hier ist es gelb, da kommt das Weiß, dass man das Weiße nicht zu sehr mit schabt, weil das dann Bitterstoffe sind. Genau, das wollen wir eigentlich nicht haben. Dann schmeckt es nicht mehr so zitronig, sondern eher so ein Bitterzitronig. Also ein bisschen was darf natürlich schon mit dabei sein, das verfälscht jetzt nichts, aber man soll halt da nicht grob wie Hari. Genau, weil der Geschmack, der sitzt in der Schale und die Säure ist dann in der Frucht eigentlich. Genau.
Genau. So hier so Streifen. Also man kann da Julienne kann man dazu fast sagen, oder? Genau. Also ein bisschen durch. Da war es jetzt wieder ganz wichtig, dass man nicht so lange Nägel hat. Aber wobei, gut, wenn man... So. Mhm. So. So. Zitrone ebenfalls mit dazu. Weg. So. Das wird doch nicht der legendäre Platzl-Ingwer sein. Das ist der legendäre Platzl-Ingwer. Na ja gut, dann geht da nichts mehr nass mehr bei dem, so. Bei dem Lachs, oder? Meinst du, da geht nichts mehr nass rein. Man kann da sagen, das ist ja genau die Wiesen eigentlich, oder? Das könnte man so sagen, ja. Genau. So, haben wir das darüber. Oh, das ist ein Spiel. Kleine Streifen. So. So. Jetzt machen wir zum Ingwer. So. Dann geben wir Puderzucker. Mhm. Salz. Mhm. Also ganz übliches handelsübliches Meersalz war das, gell? Genau, so Meersalz. Da kann man mittlerweile ja so die unterschiedlichsten Salze auch kaufen. Ja. Aber was Besonderes brauchen wir jetzt doch eigentlich nicht unbedingt, oder? Nee. Das mörsern wir nur leicht an, dass halt auch die Öle und alles dann rauskommen. Also grob durchmörsern. Hoppa. Jawohl, das ist nicht so schlimm, gell? Ein, zwei Minuten. So. Das geben wir jetzt ebenfalls noch dazu. Jawohl, immer saubere Arbeitsfläche, ja, okay. Ganz wichtig. So, unser Kräuter können wir mit rein tun. Mhm. So, jetzt geben wir ein bisschen was vom Gin dazu. Wie viel war das jetzt? 60 ml geben wir jetzt rein. Sollen sein insgesamt und das waren jetzt 40, glaube ich. Das waren jetzt 40, ja. Na gut, das glaube ich, so wie das ausschaut, da werden sie jetzt daher. Okay, gut. So. Alles klar, also 60 ml. Genau. Oder 6 cl, könnte man auch sagen. Genau. Dann nehmen wir uns die Beize. Und jetzt da durch damit, gell? Mhm. Schön vermengen. Ja, jetzt so zwischendurch, dann müsste man wieder auf irgendwas ganz speziell achten, also wo könnte jetzt da irgendwo der Teufel im Detail sitzen, wäre das da irgendwo möglich? Eigentlich nicht so bis jetzt, ist oder? Das, da ist, kann man eigentlich viel falsch machen, finde ich. Das ist aber ein toller Geschmack, also du kannst ja mal, du hast ja die Forelle schon gebeizt probiert. Ja, also ich muss sagen, die Forelle, das hat mir da echt ein bisschen... nachhaltig beeindruckt, wenn es jetzt mit dem Lachs genauso wird, dann muss ich sagen, muss man unbedingt probieren. Also wer gerne Fisch isst in allen Variationen, der sollte sich unbedingt einmal die Zeit nehmen und dieses Gericht machen, diese gebeizte Forelle bzw. so. Den gebeizten Lachs. Naja, okay, das kann man im Prinzip mit jedem Fisch machen. Aber die gebeizte Forelle hatten wir eben schon und jetzt machen wir das eben als Lachs. Und wenn der Lachs nur annähernd so gut wird wie die Forelle, dann muss ich sagen, jetzt ohne wirklich übertreiben zu wollen, wenn man den dann zum Beispiel auch noch lauwarm isst. Ich glaube, da hattest du das Backrohr damals auf 70 Grad. 70 Grad, ja, 10 Minuten vielleicht. 10 Minuten, ja, bei 70 Grad ins Rohr. Also das ist schon wieder was, wo man sich dann eigentlich am liebsten abknien würde. Schmeckt sehr lecker. Mhm. Ohne jetzt übertreiben zu wollen, aber selber probiert. Probiert es ja selber aus. Das ist ja echt... ganz was Schmackhaftes, was man vielleicht auch gar nicht mehr so häufig bekommt, oder? Was denn? Entschuldigung. Ja, wenn man zum Beispiel essen gehen wollte, so leicht kriegt man so gebeizte Geschichten eigentlich, glaube ich, auch nicht mehr, gell? Oder? Nee, also das findest du eigentlich kaum mehr auf einer Karte. Gell? Hier ist jetzt, hier muss man noch schuppen.
Könnte man allerdings im Laden schon machen lassen, oder? Ja, kannst du, also wenn du das so machst, wie hier das eigentlich machen, Messer drücken, abschuppen ein bisschen. Ja. Siehst du, was hier runtergeht. Ja. Und das ist halt auch ganz wichtig, wenn man es nicht macht, dann hast du danach vielleicht auch Blödes dann im Essen und das ist scheiße. Also ich meine, hier, das schau schön weg hier. Kannst du auch in den Müllbeutel oder so reintun, ja, sauberer natürlich. Dann hast du nicht die Schuppen, musst danach hier groß rumwischen, aber einfach schön weg, dann hast du wirklich, das ist halt dann professionell hier. Also da muss man einfach sagen, ist schmäler dann eben das Geschmackserlebnis nicht. Nee. Wenn man dann noch, was weiß ich, eine halbe Schuppen mit isst oder sowas, das ist natürlich ärgerlich. Dass man immer, dass jetzt vielleicht mal eine dranbleibt oder so, ja, aber das, weißt du, was ich meine, die Masse ist hier natürlich, hier kommt schön weg, da sieht man es ja dann auch, dass da keine Schuppen mehr da sind. Siehst du jetzt hier, als du hier rüber gehst, sag mal, hier ist noch ein bisschen was, dann gehst du nochmal her, geht jetzt das weg. Ja? Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut sieht über das Bild, ich hoffe mal. Hier hinten sieht man jetzt, hier sind die Schuppen noch drauf. Ja? Gehen wir her. Ja, und jetzt wird es hier glatt. Und weg ist es, ja. Und da haben wir hier ein Messer dran. Aber ganz wichtig, ganz gut, dass man das jetzt auch mal hier sieht. Das ist ein Schuppen, also das kann auch wirklich jeder, da braucht man keine Scheu haben. Das kann man wirklich zu Hause machen. Danach waschen wir den Fisch einfach nochmal kalt ab. Und dann sind die... Oh, fällt mir jetzt da bei der Gelegenheit ein, weil du gerade sagst, waschen wir nochmal kalt ab. Wenn es möglich wäre, wer sich den Fisch frisch kauft, also im Laden natürlich, und eine größere Wegstrecke hat, der sollte eventuell nachfragen, ob man zu dem Fisch dann ein bisschen Eis mit in die Verpackung geben kann. Genau. Damit es dann wieder Probleme mit der Kühlkette gibt. Genau. Dann bleibt er schön frisch. So, tun wir das auch mal drüber. Ja. Das müssen wir dann sauber machen. Machen wir später, oder? Ja, ja, klar. Jetzt machen wir erstmal, dass hier keiner, ich glaube, abspülen kann. Das geht jeder noch hin, dann müssen wir uns gar nicht zeigen, wie man abspült. Warum nur ein bisschen, man sieht, die Dinger fliegen ja schon gut rum, aber... Das gehört halt einfach dazu, zu der Arbeit. Wo gehobelt wird, fallen Späne. In unserem Fall Schuppen. Ganz genau. Aber sollte jetzt nicht so das Problem werden. So, das tun wir jetzt mal noch weiter darüber. So. Machen wir hier. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, bei dem Lachs gibt es auch unterschiedliche Qualitäten. Man kann natürlich einen Wildlachs nehmen, man kann auch einen Zuchtlachs nehmen. Aber der, der einen Wildlachs nehmen will, der wird es ja gleich einen Preis merken. Aber wer sich das einmal gönnen möchte, eine ganz gute Qualität zu kaufen, der kauft sich dann einen Wildlachs filetiert. Und den Unterschied, wir haben jetzt zwar keinen Vergleich, aber der Wildlachs, der wäre in der Färbung nochmal deutlich, ja, rote. Das hat den Vorteil in der Aquakultur, auch erstens 1A Ware zu kriegen, immer frisch zu kriegen, und da ist halt auch die Nachhaltigkeit halt auch da. Gell? Ich meine, Wildprodukte, klar, kann man sich schon mal gönnen, aber man soll da schon ein bisschen auf die Nachhaltigkeit dann achten, gell? Weil, ich meine... Sagen wir mal so, wenn man dann, sagen wir mal, Fisch aus dem asiatischen Raum dann bezieht, dann kann es durchaus sein, oder man sollte dann den Fisch vielleicht dann verzehren, wenn man krank ist, ja, dann spart man sich dann das Antibiotikum. Vor allem bei Meeresfrüchten, also bei den so Black Tiger, Gambas und dem Zeug, da muss man auch Schrimps und so, da ist es oft ganz, ja, genau. Also da kannst du wirklich wieder... Ja. Aber hier sieht man, der hat eine schöne Farbe, der ist schön marmoriert mit den einzelnen Fettschichten. Hier haben wir natürlich die Drähte schon gezogen. Ja, wunderbar. Also, den hauen wir uns hier in unsere... Reine rein. So. So. Und jetzt wollen wir die Beize. So, also da ist jetzt, wer aufgepasst hat, also der Fisch ist entschuppt. Genau. Und da ist ja, unten ist dann die Haut noch dran. Die könnte man eigentlich auch weglassen, oder? Wenn du die Haut kannst du abziehen und dann kannst du von beiden Seiten beizen. Geht schneller. Und so jetzt müssen wir schauen, also jetzt mal 8 Stunden denke ich mal auf jeden Fall, kann aber auch 10 oder 12 dauern. Da muss man mal ein Stück schneiden, probieren, sehen, okay, sind die Kräuter, die Gewürze komplett eingezogen.
zumindest schön drüber über den Lachs. Ja, richtig schön bedecken. Das ist eine ganz feine Sache. Also man kann hier nochmal auch reinschauen. Man sieht es hier, da sind die Körner, die sind nur angesprungen. Aufgesprungen, hier grob die Stiele auch gehackt, die Kräuter. Ja, also wirklich alles top. Frische Ware, und das ist ein tolles Essen. Kann man gut vorbereiten. Kann man dann auch wieder kalt verzehren oder natürlich wie gesagt, 70 Grad, tust mal 10 Minuten, Viertelstunde, schaust, dass er schön glasig, saftig wird. Ja, das war jetzt eigentlich das, was wir machen. Hier sieht man auch wieder nochmal schön die ganzen einzelnen Streifen, die wir geschnitten haben. Jetzt noch ein bisschen Frischhaltefolie drüber. Ja, da sieht man es wunderbar, jedes einzelne Gewürz, was man drin hat, kann man hier eigentlich nochmal sehen. Ja. Das sind die grünen Gewürze. Ja, also Petersilie, Dill, Ingwer, Zitrone, Koriander, Pfeffer, genau, Salz, Puderzucker, bisschen Gin. Mhm. Ja, jetzt haben wir unsere Beize gemacht, Lachs ist drinnen, jetzt kommt ein Kühlschrank und dann, ja. Ja, also im Prinzip ist es die gleiche Beize wie bei der Forelle, oder? Hier ist die gleiche Beize, genau. Du kannst, verschieden, kannst dann, ja auch auf asiatische Art, da kommt ein bisschen mehr Koriander, da tust ein bisschen Zitronengras mit rein, du kannst auch auf die asiatische Art beizen. Also da ist natürlich auch viel Spielraum. Das halt genau, also ich wollte bloß nochmal sagen, also wer genau die Gewürze mit Mengenangabe haben will, der braucht dann bloß nochmal auf den Forellenclip gehen, gebeizelte Forelle. Ja, das ist doppelte Menge. Hier haben wir jetzt die extra auch gesagt. Also es waren 2 Zitronen, 130 Gramm Petersilie, 100 Gramm Dill, 40 Gramm Ingwer, 30 Gramm Pfefferkörner schwarz, 10 Gramm Korianderkörner, 3-4 Lorbeerblätter, 60 Milliliter Gin und jeweils 130 Gramm Salz und Puderzucker. Mhm. Also man kann ja jetzt sagen, Abfluss, gell? Das ist der Abfluss. Ja, du musst dir die Schuppen. Mach ich jetzt gleich, sauber, aber genau, genau. Und diese Garmethode bzw. Zubereitungsmethode war eigentlich früher gedacht, um den Fisch haltbar zu machen, oder was war eigentlich der Grund dafür? Ja, konserviert hat man damit, genau. Und jetzt ist es natürlich auch nicht nur so, dass es natürlich unter anderem natürlich auch ein bisschen haltbar gemacht wird, aber die einzelnen Gewürze, die Aromen in den Fisch tragen, ist halt Bombe, gell? Also ja, du hast die Forelle schon probiert, da kannst du nicht meckern. Der Fisch, der Lachs hier, der wird noch geschmacksintensiver, weil es natürlich ein Meerfisch ist. Dann ja, und das ist ein bisschen fetthaltiger. Dadurch kommen die Aromen nochmal besser zur Geltung. In dem Fall natürlich hast du eine super Omega-3-Versorgung, weil du ihn erstens nicht hoch erhitzt, also eigentlich keinen Fehler machen. Also du kannst ihn jetzt dann kalt essen und nachher bei 70 Grad, da geht nichts kaputt. Also das ist die optimale Omega-3-Quelle ist das. Ja, das ist... Ja, Bombensauch, kann man sagen, oder? Sind wir soweit erstmal wieder durch? Durch, ja, super. Also genau, und wer irgendwelche Fragen, Anregungen hat, wie immer, wo? Ja, Facebook, YouTube, Mr. Haute Cuisine und dann bald auch unter mrhautecuisine.de. Ja, und wenn es noch die neue Homepage von dir gibt, mit tollen Informationen und den ganzen Rezepten eigentlich, die wir so im Regelfall immer so präsentieren, die kann man sich dann auch auf der Homepage dann anschauen, aber da kommen wir extra dann nochmal auf die Leute zu, oder? Ja, vor allem wenn die Fragen haben, also die, wo kein Facebook oder so haben, die können wir auch einfach eine E-Mail schicken unter info@mrhautecuisine.de. Wunderbar, dann sind wir soweit durch. Da freuen wir uns auf einen guten gebeizten Lachs, oder? Haben wir ihn jetzt erst einmal ein bisschen in den Kühlschrank, oder wo machen wir ihn? Genau, im Kühlschrank. Frischhaltefolie noch drüber und ab im Kühlschrank. Ja, wunderbar. Dann freue ich mich auch schon auf den Lachs und dann sagen, haben wir es wieder, oder? Genau. Da war ich einmal. Servus.